Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute in diesem Video habe ich mal für euch einen Glitch, wie ihr den Direct Demo Trailer in den Online-Modus bekommen könnt. Oder auf Deutsch gesagt, eher gesagt, den Regisseur-Modus Casting Trailer in den Online-Modus Glitch. Was ihr dafür benötigt, ist eigentlich nur eine Sache. Und das ist einmal Save Wizard. Dann braucht ihr noch die Save, die ich in der Beschreibung verlinkt habe. Und zuletzt braucht ihr noch einmal in dem Editor ein Capture, was ihr testen könnt. Wenn ihr diese Dinge besitzt, dann könnt ihr diesen Glitch machen. Wenn nicht, dann nicht. Das erste, was ihr macht, Leute, ist, ihr ladet euch die Save runter, die ich in der Beschreibung verlinkt habe. Und schreibt diese Save mit Save Wizard auf euren Spielstand drauf. Und sobald ihr das getan habt, startet ihr zuerst ganz einfach GTA 5. So Leute, wenn ihr dann jetzt in GTA gespawnt seid, dürft ihr sehen, dass ihr mit einem Auto unter der Map seid. Das ist ganz normal. Hier drückt ihr einfach die Optionstaste, macht kurz eure Einstellungen, wenn ihr irgendwelche Einstellungen habt. Falls nicht, geht ihr einfach auf Online, GTA Online spielen und geht in eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Sobald ihr dann jetzt in GTA Online gespawnt seid, drückt ihr die Optionstaste, geht auf Online, drückt einmal X, geht auf Editor. Und nun drückt ihr einmal X auf Editor und nehmt die schwarze Meldung mit X an. Wenn ihr dann jetzt im Editor angekommen seid, geht ihr auf Kreation laden, geht auf gespeichert. Hier startet ihr dann jetzt, wie gesagt, oder eher gesagt veröffentlicht. Hängt davon ab, wo ihr euer Capture gespeichert habt. Ich habe mein Capture einfach veröffentlicht. Aber nun startet ihr auf jeden Fall einfach euer Capture, was ihr wie gesagt braucht für diesen Glitch. Okay, dann warten wir kurz, bis das Capture geladen ist. Nun gehen wir nämlich einfach auf Testen. Gehen auf Team 1. Sobald wir reingeladen sind, drücken wir einmal die Pfeiltaste nach unten, gehen auf Test beenden. Drücken einmal die Kreistaste, gehen hier unten auf Beenden und nehmen die schwarze Meldung mit X an. Nun warten wir, dass wir wieder im Hauptmenü vom Editor-Menü sind. Hier gehen wir dann auf zurück zu Grand Theft Auto V. Nehmen diese schwarze Meldung ebenso mit X an. Wenn ihr dann jetzt im Story-Modus gespawnt seid, dürft ihr feststellen, dass ihr ein Impotent Rage-Outfit anhabt. Das ist ganz normal. Nun Leute, öffnet ihr euer Interaktionsmenü und geht auf Regisseur-Modus und bestätigt diese Meldung mit X. Sobald ihr in den Regisseur-Modus reingeladen seid, drückt ihr einmal die Pfeiltaste nach oben und X auf Regisseur-Modus betreten. Nun wartet ihr, dass ihr in den Regisseur-Modus reingeladen seid. Sobald ihr in den Regisseur-Modus reingeladen seid, öffnet ihr euer Interaktionsmenü und geht auf zurück zum Casting-Trailer und nehmt diese Meldung auch mit X an. Nun Leute, wenn ihr wieder im Casting-Trailer seid, geht ihr einfach auf Favoriten und dann dürft ihr sehen, dass ihr nun einfach hier im Casting-Trailer frei rumlaufen könnt. Okay Leute, nun drücken wir die Optionstaste, gehen auf Spiel, gehen auf Spiel laden, gehen mit dem Cursor auf unsere Save. Nun Leute, braucht ihr irgendeine Aktivität, wo steht GTA Online starten? Ich habe jetzt eine auf meinem Profil. Das heißt, ich gehe in das PSM-Menü, gehe auf mein Profil. Hier warte ich dann jetzt ein bisschen. Nun gehe ich einfach auf neueste Aktivitäten. Und hier habe ich zum Beispiel direkt eine Aktivität, wo steht GTA Online starten, wenn ich auf die Aktivität draufgehe. Falls ihr so eine Aktivität nicht besitzt, könnt ihr einfach eine von eurem Kollegen nehmen. Denn nun drückt ihr einmal X auf GTA Online starten. Dann drückt ihr einmal X auf die Save. Nun drückt die doppelte PSN-Taste, drückt nochmal X auf GTA Online starten. Ah, okay Leute. Nochmal X auf GTA Online starten. Und nun nehmt ihr diese schwarze Meldung mit X an. Unten rechts steht zwar jetzt, dass ihr in den Story-Modus geladen werdet, aber in echt werdet ihr nun in den Online-Modus reingeladen. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich in den Online-Modus reingeladen bin. Bis gleich. So Leute, wenn ihr dann jetzt ganz normal in den Online-Modus reingeladen seid, macht ihr folgendes. Nun schnappt ihr euch nämlich einen Helikopter, ist egal welcher. So Leute, wenn ihr dann jetzt euch einen Helikopter besorgt habt, macht ihr folgendes. Ihr fliegt nämlich jetzt zuerst einmal hier zu dieser Stelle. Einfach hier hin, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich dort angekommen bin. So Leute, wenn ihr dann jetzt an der Location angekommen seid, dann fliegt ihr jetzt einfach nur noch straight nach oben. Einfach R2 gedrückt halten. Und dann dürft ihr auch schon gleich sehen, dass jetzt hier gleich der Casting-Trailer sein wird. Ihr seht schon, da oben ist was gespawnt, Leute. Hier ist es nämlich. Hier ist der Casting-Trailer.
Und nun guckt ihr einfach, dass ihr hier irgendwo euren Helikopter landet. Am besten irgendwo, wo er nicht kaputt geht. Ich lande ihn jetzt mal einfach hier, Leute. Okay, ganz vorsichtig. Wie gesagt, ihr müsst gucken, dass er jetzt nicht kaputt geht. So. Und nun könnt ihr einfach hier ein bisschen rumlaufen. Könnt euch mal ein bisschen den Casting-Trailer angucken. Und ja, das war es eigentlich auch schon, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Aber ich würde sagen, lasst ein Abo da, haut rein und ciao.